Willkommen zum Geislinger Zukunftsforum 2020. Wir freuen uns sehr, dass das Thema auf eine so große Resonanz gestoßen ist. Wir, das sind mein Kollege Professor Klaus Gourchet, der den Studiengang oder den Masterstudiengang Zukunftstrends und nachhaltiges Management verantwortet. Meine Kollegin, Frau Professorin Barbara Kreis-Engelhardt aus dem Bereich Wirtschaftsrecht mit dem Schwerpunkt Business Transformation und ich selbst, Anka Reich, ebenfalls Professorin aus dem Bereich Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkten im Arbeitsrecht und im Corporate Compliance Bereich. Ja, wir haben es uns zum Ziel gesetzt, einmal im Jahr ein aktuelles Thema mit einem interessierten Publikum zu diskutieren. Interessiertes Publikum, vor allem auch Vertreterinnen aus Unternehmen und unsere Studierenden natürlich. Wir möchten dadurch die Debattenkultur stärken. Wir möchten miteinander diskutieren und nicht übereinander sprechen. Und in diesem Jahr haben wir uns das Thema ausgesucht, Kommunikation. Wie werden wir in der Zukunft kommunizieren? Aktuell können wir sehen, was verändert sich. Wir arbeiten vom Homeoffice aus. Das ist neu. Das hatten wir früher nicht so häufig in dieser Situation. Was verändert sich da? Was verändert sich da in der Arbeitswelt? Was verändert sich in Unternehmen? Aber natürlich auch das Thema, wir sind mittlerweile eine Gesellschaft, die sich Social Networking auf die Fahnen geschrieben hat. Wir sind vernetzt, sozial vernetzt. Und was macht das mit uns? Das macht es mit uns, wenn wir nicht wissen, ob die Nachrichten, die wir in Social Netzwerken sehen, ob diese auch tatsächlich wahr sind. Wie können wir unterscheiden, ob es hier sich um Fake News handelt oder nicht? Was macht es mit uns als Mensch? Was macht es mit uns als Gesellschaft? Und nicht zuletzt, was macht es mit einem Unternehmen, wenn über dieses Unternehmen hier Desinformationen verbreitet werden? Alles spannende Themen. Dazu haben wir uns zwei Experten und eine Expertin eingeladen und diese werden zunächst in einem Impulsvortrag in ihr Thema einführen. Danach ist die Runde eröffnet für Fragen und auch Sie sollen und können sich einbringen. Bitte nutzen Sie den Chat. Chat ist das, wenn Sie noch nicht so oft in Zoom unterwegs waren, ist dieses kleine Zeichen, diese Sprechblase. Da können Sie was eingeben, eine Frage. Ich beobachte den Chat und werde dann an geeigneter Stelle Ihre Frage in die Runde geben. Also, machen Sie mit. Wir wollen miteinander diskutieren und nicht übereinander sprechen. In diesem Sinne wünsche ich uns eine spannende Veranstaltung und übergebe an meine Kollegin, die den ersten Referenten vorstellen wird. Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute den ersten Referenten, Herrn Thomas Sattelberger, Mitglied des Deutschen Bundestages, vorstellen. Und ja, an der Stelle muss ich doch ein bisschen erstmal über den Referenten reden und möchte ihn so ein bisschen einführen in die Runde, damit Sie ein Gefühl für seinen Hintergrund bekommen. Denn wir freuen uns hier sicher auf ganz interessante Thesen in dem Vortrag, die er uns vorstellen wird zum Thema Kommunikation. Welche Bedeutung hat das eben für Mensch, für Unternehmen, für die Gesellschaft oder welche Erfahrungen hat er auch in der Politik dazu gemacht? Herr Sattelberger kommt unter anderem aus der Stuttgarter Ecke, ist kein unbeschriebenes Blatt, hat schon sehr viel in seiner Jugend auch debattiert, was dann auch manchmal vielleicht nicht so positiv gelaufen ist, aber er ist ein sehr reger Mensch, der dann nach dem Abitur erstmal die Soziologie, aber auch letztendlich Betriebswirtschaftslehre im dualen Modus studiert hat. Hat schon dort auch früh Kontakte in die Politik gehabt, kannte Joschka Fischer und ist dann allerdings durch die duale Ausbildung, die er bei Daimler gemacht hat, auch in die Wirtschaft gegangen, hat bei der MTU im Bereich Führungskräfteentwicklung sehr viel gearbeitet. Das war das erste Mal, wo ich ihn kennenlernen durfte und mir hat immer der Charme, den er so hatte, als er durchs Personalbüro gegangen ist, hat mir sehr gefallen, damals als Zehntklässlerin und freue mich heute, ihn hier bei uns in der Runde zu haben.
Danach ging es dann weiter zu Daimler, zur Lufthansa nach Frankfurt. Auch dort war er schon Gründungsmitglied der Corporate University in Deutschland. Zu Continental nach Hannover ging es und zur Deutschen Telekom nach Bonn. Er hat sich für ganz viele Themen stark gemacht, für die Diversity Management Initiative, für die Frauenquote, für das New Work. Hat auch immer ein bisschen kritisierend mal eine MBA-Ausbildung angesprochen, ist aber immer auf dem Weg gewesen, Zukunft zu gestalten, Neues zu schaffen, sei es in den MINT-Fächern, sei es durch diverse Stiftungen, wo er im Vorstand sitzt, bis er nicht zuletzt dann 2016 in den Bundestag eingezogen ist, für die FDP und dort sitzt er im Ausschuss für Bildung, Forschung, Technologie, Folgeabschätzung und im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und dadurch, dass er ja ein sehr kommunikativer Mensch ist, der auch gern mal provoziert, um Debatten in den Gang zu bringen, ist er, glaube ich, heute hier wirklich ein sehr guter Ansprechpartner für uns, dieses Thema zu beleuchten. Und ich freue mich da schon richtig drauf, denn er ist ja auch in die Hall of Fame aufgenommen worden. Er ist von der Zeitung Personalmanagement als Personalmanager des Jahres mehrfach ausgezeichnet worden und hat auch interessante Bücher geschrieben mit Titeln wie Achtung, harte Hunde. Also das hört sich jetzt nicht wissenschaftlich an, aber dafür provozierend, ebenso wie zum Beispiel Ich halte nicht die Klappe. Und das hoffen wir, dass Sie das heute auch nicht tun, sondern dass Sie einfach dieses Thema dann letztendlich heute einführen. Und damit übergebe ich gleich mal das Wort an Sie, Herr Sattelberger, und freue mich, Ihnen lauschen zu dürfen. Ja, ganz lieben Dank für diese nette Einführung. Ich freue mich, dass ich zumindest virtuell wieder im Schwabenlande bin. Ich bin ja gebürtiger Munderkinger, also sozusagen am Rande der Schwäbischen Alb geboren. Hört man und sieht man mich? Hallo? Okay. Ich möchte eigentlich drei kleine Storys erzählen zum Thema Kommunikation. Eine Geschichte über 19 Jahre alt, heute hochaktuell. Am 11. September 2001 stürzten die Twin Towers nach terroristischen Angriffen in sich zusammen. Ich war damals Operation-Vorstand der Lufthansa und 30% der Flieger in die Wüste von Arizona zu packen, das war noch das einfache Unterfangen. 30% zu viel Menschen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter an Bord zu haben, das war extrem. Und die Menschen, zehntausende Menschen hatten Angst, wie es weitergeht, hatten eine Wut im Bauch, dass jemand mit ihrem Produkt Terrorismus gemacht hat und damit ihre Arbeit gefährdet. Und ich habe hunderte von Kommunikationsveranstaltungen damals gemacht. Und nach den ersten merkte ich, ich dringe nicht durch. Und mir ist klar geworden, dass das an mir liegen muss. Nicht an der Schwierigkeit des Themas, sondern tatsächlich an mir. Und eines Abends dachte ich mir, Thomas, die Menschen trauen dir nicht über den Weg. Die sagen sich, der Sattelberger hat gut reden. Und wenn es hart auf hart kommt, macht er sich vom Hof und wir verlieren unseren Job. Und natürlich hatten schon einige meiner Kollegen in dieser schweren Krise der Luftfahrt das sinkende Schiff verlassen. Und ich habe dann in einer der nächsten Veranstaltungen habe ich gesagt, liebe Lufthanseaten, ich weiß, ihr traut mir nicht so richtig, aber ich gebe euch ein Versprechen. Ich gehe frühestens dann von Bord, wenn die Krise bewältigt ist. Und das verspreche ich öffentlich. Und da merkte ich, wie ein Ruck durchging und ich plötzlich mit meiner Botschaft, was wir tun, wie wir weitermachen, was an Zukunft vor uns liegt, wie ich wieder durchgedrungen bin. Natürlich in Krisensituationen schauen Menschen durch dich durch. Sie beobachten jede Mimik. Sie beobachten die Gestik.
Sie beobachten deine Augen, deine Sprache, ob die zu seiner Körpersprache passt. Und mir ist damals bewusst geworden, dass durch dieses schon eigentlich dramatische Ereignis Authentizität ist eine ganz notwendige Bedingung für gelingende Kommunikation, die nicht nur reines Geplätschere ist. So, jetzt kommt aber ein großes Problem. Je mehr online, desto weniger Authentizität. Weil umso weniger bist du als Mensch anfassbar, spürbar, in deiner Wirkung fassbar, umso weniger erleben dich die Menschen. Das heißt, das ist eine ganz schwierige Bedingung und eigentlich nach vorne gerichtet, eigentlich die große Herausforderung. Auch für Online-Kommunikation gibt es Wege, Authentizität sichtbar zu machen. Eine zweite Geschichte. Wir haben ja gestern eine schwere Abstimmung gehabt im Bundestag zum Infektionsgesetz, zu den Corona-Maßnahmen. Ich habe im Vorfeld tausende von Mails erhalten. Da war die Rede von Wiederkehr des Dritten Reiches, Corona-Diktatur, Ermächtigungsgesetz wie 1933. Eine Kommunikation von tausenden von Menschen, wie ich sie mir nie hätte vorstellen können. Es gibt ja ein Fach Geschichte. Und Geschichte ist nicht die Aneinanderreihung von Geschehnissen der Vergangenheit. Es ist ein Verstehen von Kontext, Handlung und Wirkung im Zeitablauf. Es ist eine multidisziplinäre Sicht auf die Dinge. Und jede Zukunft hat eine Herkunft. Diese Menschen, die mir das geschrieben haben, die wurden geschichtlich nie gebildet. Ich sage nicht trainiert, ich sage gebildet. Sie sind auch nie in den Kontext der Geschichte eingestiegen. Und das führt mich zu meiner zweiten These, nachdem ich das Thema Authentizität am Beispiel Lufthansa adressiert habe und die Schwierigkeit, das online rüberzubringen. Die Frage der Bildung. Bildung beispielsweise hier im Fach Geschichte ist systemrelevant und ist kein Elitenthema. Denn diese Diskurse, die wir im Bundestag führen, das sind ja oft Diskurse einer politischen Elite. Wir in einer Blase drin, die eigentlich ganz wenig Kontakt hat und dann konfrontiert wird mit tausenden von Mails, wo ich als Mensch, der sich mit Drittem Reich, mit Hitler, mit Nationalsozialismus intensiv befasst hat, wo ich sage, das kann doch gar nicht wahr sein. Und insofern wäre für mich eine zweite ganz, ganz große These, und die ist eigentlich nicht gar nicht mal so eine neue, sondern eine uralte, die man eigentlich aber immer wieder intonieren muss, dass das Thema Bildung auch in den Fächern, die jetzt nicht Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Betriebswirtschaft sind, dass das Thema Bildung ein Schlüsselthema ist, systemrelevant. Übrigens, Kommunikation und Bildung nicht nur zum Inhalt, sondern auch zum Stil. Fake News hat ja zutiefst mit der Urteilsfähigkeit von Menschen zu tun. Mit der Fähigkeit zu ordnen, in Kontext zu setzen, zu urteilen, was jetzt zu tun ist. Natürlich, Fake News lassen sich nicht vermeiden. Schon im Mittelalter wurden Hexen verbrannt und die spanische Inquisition und Galileo Galilei wurde gezwungen, gegen die Wahrheit auszusagen.
Die interessante Frage ist eigentlich, was tut eine Hochschule Nürtingen-Geislingen, um Urteilsfähigkeit herzustellen? Wie lernen Studierende zu urteilen? Der zertifizierte Faktencheck ist die dokumentierte Unfähigkeit zur Bildung. Der Staat soll es richten. Irgendeine anonyme Stelle soll es machen. Nein, Bildung zu Urteilsfähigkeit ist der Schlüssel. Alles, was an übergeordnete Instanzen delegiert wird, ist eigentlich eine Bankrotterklärung für Bildung. Eine dritte Geschichte. Dieter Nuhr ist ja ein Komödiant, ein Comedian. Er war von der Deutschen Forschungsgesellschaft, eine ganz renommierte Gesellschaft, zu ihrem Jubiläum eingeladen, zum 100-jährigen Jubiläum, um etwas zum Thema Wissen zu sagen. Die Tatsache, dass er eingeladen wurde, führte zu einem Shitstorm. Verharmloser der Klimakrise und von Corona. Ein Comedian voll auf dem Boden des Grundgesetzes stehend. Als ich das gesehen habe und gesehen habe, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft nach diesem Shitstorm die Meinung von Dieter Nuhr von ihrer Internet, von ihrer Homepage weggenommen hat, habe ich richtig getrommelt und habe mehr Menschen zusammengebracht, dass Dieter Nuhr wieder zurückkehren kann auf die Plattform. Und er kehrte zurück. Nicht, weil Dieter Nuhr immer recht hat. Nein. Sondern, weil auch seine Perspektive wichtig ist für die Urteilsbildung. Und natürlich, das ist meine dritte These, auch online muss um Wahrheit gerungen werden. Da sind wir alle noch etwas ungeübt. Da sind wir alle noch etwas mittelalterlich ausgestattet mit Keulen. Aber das ist ein Thema, wo auch die politische Auseinandersetzung um Wahrheit oder um Wahrheiten filigraner geführt werden muss. Online ist die neue Plattform, um Argumente auszutauschen. Jetzt mag uns das alles nicht gefallen. Und wir müssen wahrscheinlich Shitstorms ertragen, erdulden, vielleicht auch sogar selber gestalten. Wenn ich Hoffnung auf Mäßigung im Netz hätte, hätte ich jetzt diesen Satz am Anfang nicht gesagt. Aber wir müssen uns mit diesen neuen Realitäten der Kommunikation auseinandersetzen. Also ich möchte eigentlich nur in drei Thesen zusammenfassen. Erstens, Authentizität ist, wenn es nicht um Geplappere geht, ein Schlüsselthema von Kommunikation zu schwierigen Themen oder auch in Krisenzeiten. Zweitens, Bildung in den sogenannten Orchideenfächern. Es gibt ja auch Orchideenfächer in der Schule. Ist systemrelevant. Und Hochschulen müssen sich nicht daran messen lassen, wie gut sie Absolventen in Betriebswirtschaft ausgebildet haben, sondern auch daran, wie sie die Urteilsfähigkeit gestärkt haben. Und die dritte These: Online in all seinen Unzulänglichkeiten ist eine neue oder wahrscheinlich die sehr viel dominierendere Plattform der Zukunft. Und wir müssen, ob wir wollen oder nicht wollen, wir müssen es lernen, dort zu kommunizieren. Und die Delegation
des Themas, was ist wahr und was ist unwahr, an Dritte, ist im Grunde das Eingeständnis der Unfähigkeit, dass man gut war in der Bildung. Deswegen bin ich da strikt dagegen. Ja, das waren so meine drei kleinen Reflexionen anhand von praktischen Gelegenheiten. Und jetzt freue ich mich sehr, wenn ich meine Co-Diskutanten ihre Thesen vorstellen hören. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Sattelberger. Ich würde ganz gern eine Frage gleich direkt dazu stellen. Sie haben ja die Hochschulen in die Verantwortung jetzt gerade genommen, dass sie sich wirklich für diese Bildung, für die Bildung sowohl in Authentizität, aber auch Bildung in Orchideenfächern, so haben Sie es genannt, einsetzen, damit wir eben neue junge Menschen qualifizieren, um adäquat den Herausforderungen der Zukunft in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft gerecht werden können. Wir wissen aber noch gar nicht, wo der Zug hingeht, ja. Und Sie fordern zu Recht, nicht die Augen zu verschließen vor Trends in der Online-Welt, die wir vielleicht sogar als dozierendes Personal gar nicht so leben, weil wir gar nicht vielleicht da so fit sind. Das heißt, Sie fordern ganz zu Recht, dass sich das Bildungspersonal hier weiter qualifiziert. Und wenn wir jetzt aber gucken, was denn aktuell zum Beispiel in den Schulen los ist, dann stellt sich jetzt für mich die Frage, es ist ja nicht nur eine Anforderung, die Hochschulen dürfen sich da verändern in ihrer Bildung, sondern vielleicht auch schon die Schulen. Also die ganze Bildungslandschaft darf sich in die Richtung verändern. Und wir müssen wirklich auch gucken, in welchen Gebieten müssen wir anders qualifizieren. Also vielleicht weg vom Fachwissen oder Fachwissen plus emotionale Kompetenz, Umgang mit dann den Fake News. Welche Ratschläge würden Sie heute Unternehmern geben, die junge Menschen aus den Hochschulen einstellen und digital mit ihnen zusammenarbeiten und selber vielleicht sich noch gar nicht sicher sind, wie mache ich eigentlich eine digitale Führung? Wo müssen die Unternehmen anfangen? Wo müssen aber auch die jungen Leute, aber auch die Bildungslandschaft, da sind Sie ja schon drauf eingegangen, wo brauchen wir hier einen besseren Fit, damit wir fit für die Zukunft sind? Ja gut, ich meine, Corona, da gibt uns ja eine Chance für einen Schub auf dem Thema digitaler Transformation. Und das wird, wenn er gut genutzt wird, dazu führen, dass in Zukunft reproduzierbares Fachwissen häufig auch standardisiert online gemacht wird und Hochschule immer mehr zu einem Ort wird, wieder im alten Humboldtschen Sinne der Auseinandersetzung um die Welt und die eigene Person. Das heißt, wir werden im Grunde sozusagen die Hochschule als stationären Ort haben, wo man all das Wissen, das man auch gehört hat online, mit anderen diskutiert und validiert oder falsifiziert und gegebenenfalls Probleme löst. Also Corona hat die Chance, Bildungsinstitutionen zu verändern. Zweitens, das fängt natürlich nicht an der Hochschule an, sondern Sie sagen zu Recht, das fängt schon ja in der frühkindlichen Bildung an. Im Haus der kleinen Forscher, wo 4000 Kitas in der Republik Kinder Kitas betreuen, wo ganz junge Menschen forschendes Lernen erleben. Also auch testen ihre eigenen Hypothesen und lernen, dass man urteilsfähig wird, indem man testet. Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Und ich meine, man muss es nüchtern sehen. Deutschland hat leider das Internet verschlafen im Jahr 2000. Hat gedacht, der Krimskrams, der geht vorbei und fängt jetzt
20 Jahre verspätet an, während Länder wie Dänemark um die Ecke es schon richtig können. So, und da haben wir eine, ja, ich will gar nicht von einer Aufholjagd sprechen, denn das klingt so martialisch, aber wir müssen uns wirklich ehrlich die Karten legen, dass wir verschlafen haben und dass wir wirklich alles tun müssen, um wieder an einen guten Standard ranzukommen. Gilt übrigens auch unter Lehrerfortbildung. Nicht nur beim Thema technische Digitalkompetenz, sondern in der Gestaltung intelligenter Medienkonzepte, die interaktiv sind, die vielleicht auch ermöglichen, dass Urteilsfähigkeit online gemeinsam mit anderen erworben werden kann. So, und jetzt kommen noch die Firmen dazu. Ich meine, wir reduzieren ja das Thema New Work heute auf das Thema Homeoffice. Ich halte das für eine miserable Kastration des Themas. Denn im Grunde, die Frage des Homeoffice ist ja nur ein anderer Ort. Was wir wirklich überlegen müssen, wie sieht Führung aus? Und wie sieht Teambuilding aus? Und Kollaboration aus? Und mir sagen junge Menschen, im Homeoffice kriege ich kaum Feedback von meinem Chef. Wir machen tolle Konferenzen und tun die Tagesordnungspunkte abarbeiten. Aber das persönliche Gespräch über meine berufliche Entwicklung, über meine Stärken und Schwächen, das geht mir verloren. Und natürlich, und jetzt kommt das Thema Authentizität. Ganz viele Firmen sind ja jetzt im Umbruch, sind ja auch existenziell gefordert. Wie schafft man es, Authentizität in der Führung rüberzubringen? Also ich meine, das ist, Sie können es am ehesten danach beurteilen, wie Sie mich gerade erleben. Ob es mir gelingt, persönlich und glaubwürdig rüberzubringen, dass wir hier Matthäus am letzten haben und handeln müssen. Ja, nicht Matthäus am letzten, aber ich war ziemlich gerade emotional und kam diese Emotionalität rüber. Ich weiß es nicht mal. Ich spüre es nicht. Ich sehe ein Bild mit 5 Panelisten ohne menschliche Reaktion, weit entfernt in Geislingen. Also das ist sozusagen, da müssen wir richtig lernen. Und vor allem Feedback kriegen, so schnell wie möglich, wie wir wirken in digitaler Kommunikation.